Ping-Pong ist erstmal eine Sprachfassung für Tischtennis. Ein Tischtennisplatz als sozialer Ort in einem Dorf, in einer Stadt, urban oder auch nicht. Machen wir einen Deal. Wir spielen Ping-Pong um die Dinger. Ping-Pong ist bei uns ein Stück, wo ein Ensemble von 5 Personen aufeinandertreffen wird. Wir haben 2 Hauptpersonen, einen Jungen Vlad und ein Mädchen Esra. Wie heißt du? Ich sag's dir, wenn du mir deine Kopfhörer. Wir erfahren von ihr, dass sie eine Mutprobe bestehen muss, um dazuzugehören. Morgen, große Pause. Wir sind verabredet. Bei Ping-Pong ist es schon so, dass eigentlich das, was da zum Konflikt getrieben wird, ist eigentlich, glaube ich, das, was uns als Menschen in der Existenz total bestimmt. Nämlich Wünsche und Sehnsucht. Sehnsucht nach Anerkanntsein, Sehnsucht nach Geborgenheit. Diese Freundschaft ist, was ich wirklich will. Ich bin Esra. Leute, merkt euch meinen Namen. Und von da aus ist es ein Stück, was, glaube ich, für Jugendliche beginnt, interessant zu sein. Und im besten Fall für Erwachsene bis ins hohe Alter genauso interessant geblieben ist. Weil diese starke Emotionalität, die uns im Leben fordert, ist, glaube ich, doch immer wieder das treibende Moment im Leben. Ich finde, das Besondere, wenn man weiß, dass man die Zielgruppe Kinder und Jugendliche hat, ist die totale Verpflichtung, dass es gut sein muss. Whoa!